Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir heute etwas über Senkrechtstarter. Viel Spaß! Falls du durch das Video heute zu Senkrechtstarter gekommen bist, dann hier erstmal eine Zusammenfassung, worum es bei Senkrechtstarter eigentlich so geht. Mit Senkrechtstarter möchte ich dir Wissen und Begeisterung für die Raumfahrt vermitteln. Begeisterung für Raketen. Neben Neuigkeiten wie die spannenden Entwicklungen bei SpaceX und dem Starship erkläre ich dir jeden Montag, wie Raketen eigentlich funktionieren. In jeder Episode von Senkrechtstarter nehme ich mir ein wichtiges Raumfahrtthema vor. So können wir dann verstehen, wie die Menschheit zu den Sternen aufbricht. Damit du dich selbst auch weiter ins Thema einlesen kannst, gebe ich dir in allen Videos online verfügbare Quellen an. Die erkennst du an den eckigen Klammern und zu der Nummer findest du dann unter dem Video einen passenden Link. Und was erwartet dich konkret auf Senkrechtstarter? Naja, ich stelle zum Beispiel ganze Raketen vor, wie meine Videos zur Elektron von Rocket Lab, der Mondrakete Saturn V, der Falcon 9 von SpaceX, der russischen Soyuz, der europäischen Ariane, dem Space Shuttle, aber auch Raketen, die es noch gar nicht gibt, wie zum Beispiel erst die demnächst fliegende SLS der NASA oder das Starship von SpaceX. Ja, aber wenn man wissen möchte, wie ganze Raketen funktionieren, muss man auch die Grundlagen verstehen. Dafür habe ich Videos zum Rückstoßprinzip und der Raketengrundgleichung. Aber auch die Bewegung im All kann man mit meinem Video zu Newton oder dem Weg zum Mond verstehen. Für viele wohl am beeindruckendsten an Raketen sind die Triebwerke. Wie Raketentriebwerke funktionieren, erkläre ich dir zum Beispiel in meinen Videos zu den größten Triebwerken wie das F1, den effizientesten wie das RL10, die leistungsstärksten Triebwerke wie Feststoffbooster, europäische Triebwerke wie das Vulcan und ganz moderne Triebwerke wie das Raptor von SpaceX. Aber ich stelle auch exotische Triebwerke wie den Ionenantrieb der Starlink-Satelliten von SpaceX vor oder wie Raketenantriebe mit der Hilfe von Kernenergie funktionieren könnten. Ja, und ich mache Videos über besondere Ereignisse in der Raumfahrtgeschichte, wie mein Video über Apollo 13. Erzähle aber auch die Geschichte von SpaceX oder die Motivation von Elon Musk für die Marsbesiedlung. Auch bedeutende Rekorde von Astronauten habe ich hier vorgestellt. Besondere Ereignisse wie Starship-Starts kommentiere ich dir in Livestreams mit Fachwissen auf Deutsch. Weiter habe ich spannende Gäste auf dem Kanal, die mit mir über Raketentechnik, die Zukunft der Raumfahrt, Medizin im All und Themen wie Weltraumschrott sprechen. Neuerdings verlasse ich die Senkrechtstarter-Couch auch, um dir Raketenfabriken von innen zu zeigen oder wie eigentlich Satelliten gebaut werden. Und die Senkrechtstarter-Community wächst rasend schnell. Auf dem Senkrechtstarter-Discord sind wir mittlerweile fast 1000 Mitglieder, obwohl wir den Discord erst jetzt diesen Januar gegründet haben. Ja, und das sind Menschen, die sich für Raumfahrt begeistern. Auf dem Discord-Server tauschen wir uns über die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt aus, diskutieren technische Themen und vernetzen uns mit Gleichgesinnten, die auch für Raketen und Raumfahrt brennen. Ja, heute geht es hier nur am Rande um Raumfahrt, denn wir feiern 10.000 Senkrechtstarter-Abos, 500.000 Video-Views, über 1.000 Mitglieder auf dem Senkrechtstarter-Discord und diese Woche die 80. reguläre Episode. Wow. Ja, vielleicht warst du gestern bei dem SpaceX Starlink Livestream ja dabei, wo wir das Knacken der 10.000 Abos praktisch live zusammen erleben durften. Ja, ich war total überwältigt von allen euren Glückwünschen, Geschenken und generell der Stimmung, die momentan der Senkrechtstarter Community irgendwo so inne ist. Und ja, da geht natürlich das erste größte Dankeschön hin, nämlich ihr seid der Hammer. Vielen, vielen Dank dafür, für die Unterstützung, die Likes, die Abos, die Superchats, die vielen großartigen Kommentare unter jedem einzelnen Video, die konstruktive Kritik und ja, das Weiterempfehlen. Und ja, ohne euch hätte ich schon längst aufgegeben. Ich bekomme immer ganz viele Fragen zum Senkrechtstarter und meiner Person und ich dachte mir, ja, vielleicht so 10.000 Abos, vielleicht ist es der Zeitpunkt, wo man so diese Fragen mal beantworten kann, weil eigentlich geht es hier auf dem Kanal um Raumfahrt. Dazu habe ich auf dem Discord-Server ein grobes Konzept zu dem Special gepostet und ja, euch gebeten, Dinge zu liken, die euch besonders interessieren. Am meisten waren es tatsächlich Fragen zu mir und dem Kanal und wie der Kanal entstanden ist. Alles klar, dann fangen wir mal mit dem nach meiner Meinung Unwichtigeren an. Ich heiße Moritz Fied, ich bin 33 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus dem kleinen Städtchen Ingelheim am Rhein in Rheinland-Pfalz. Dort bin ich aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, habe meinen Zivi gemacht und bin dann für das Schiffbaustudium an der TU Hamburg-Harburg 2008 nach Hamburg gezogen. Und ja, in Hamburg wohne ich seitdem und ja, ich liebe die Stadt. Und da passt die erste Discord-Frage von Ole. Wie lange interessierst du dich schon für Raumfahrt und gab es neben dem Schiffbauingenieur auch die Alternative, was in Richtung Raumfahrt zu studieren? Ja, tatsächlich habe ich mich auch für Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart beworben, hatte mich aber vorher bei kurzen Besuchen in Hamburg so in die Stadt verliebt, dass ich dann mich bei der Zusage aus Hamburg am meisten irgendwie gefreut hatte und dann wurde es Schiffbau in Hamburg. Das war damals auch ein bisschen Fernweh. Hamburg ist dann doch noch weiter von Ingelheim entfernt als Stuttgart. Dazu kommt, dass ich schon immer ein Fan von Hafenstädten bin. Im Studium war ich dann mit einem meiner besten Freunde auf dem Mahagoni-Segelboot seines Vaters auf Nord- und Ostsee segeln. Und das
Mahagoni, das fand ich von der Optik her total geil. Von diesem Look inspiriert habe ich mir dann zu meinem 30. einen großen Traum erfüllt, und zwar habe ich aus Brettern ein Mahagoni-Kajak selber gebaut. Also von der rohen Holzbohle bis zum lackierten Boot, alles in Handarbeit selbst gemacht. Ja, mit dem kann man mich auch regelmäßig auf der Hamburger Alster treffen. Das ist auch definitiv einer meiner Projekte oder meiner privaten Projekte, auf das ich neben Senkrechtstarter am stolzesten bin. Also der Schiffbau war definitiv nicht die falsche Entscheidung. Auch wenn ich gestehen muss, dass mir das Studium ganz schön schwer gefallen ist und man die ersten 4 Semester eigentlich kein Schiff sieht. Ja, Hauptgrund, warum mir das Studium so schwer gefallen ist, war tatsächlich eklatante Defizite in Mathematik und Physik. Und ich musste dann tatsächlich nochmal mit dem Mathebuch der 7. Klasse von vorne loslegen, um mir die komplette Schulmathematik und die Physik nochmal neu beibringen, damit ich überhaupt im Studium dann mitkomme, weil meine Defizite aus der Schule so groß waren. Daraus ist dann auch eine der Motivationen hinter dem Kanal geworden. Ich mag zeigen, was für geile Sachen man mit Naturwissenschaft machen kann. Aber dazu später mehr. Toni von Mondgeflüster fragt, wann war dein erster Kontakt mit dem Weltraum bzw. der Raumfahrt und wie alt warst du da? Ja, da muss ich in der 1. Klasse gewesen sein. Ich habe hier auch mal ein Buch rausgekramt, ja, was mein absolutes Lieblingsbuch als Kind war. Das Buch ist von 93 und ja, meine Vorstellung von Raumfahrt und Weltraum ist maßgeblich von diesem Buch geprägt. Also eines meiner Lieblingsseiten ist tatsächlich die, wo die Mondlandung drauf beschrieben wird und die Mondlandefähre. Ja, also dieses Buch hat mich definitiv extrem geprägt und eigentlich seitdem war ich Raumfahrt-Fan. Ab da war eigentlich meine ganze Grundschulzeit geprägt von Space Shuttle und der Raumfahrt. Die Liebe zur Technik kam dann auch schon irgendwie immer über Lego und ja, da hatte ich erst das Lego Space Shuttle und später dann das Lego Technik Space Shuttle. Das waren auch definitiv die Sets, mit denen ich so am meisten Spielfreude verbinde und auch so die Weihnachten in meiner Vorstellung als Kind, wie ich diese Sets aufgebaut habe und total glücklich war im Bauen und die Zeit vergessen habe. Ja. SpaceTech99 fragt, was war der erste Weltraumfilm, den du gesehen hast und wie alt warst du da? Das war Apollo 13, der 1995 in die Kinos kam. Den habe ich nicht im Kino gesehen, aber immer, wenn mir meine Mama irgendwas Gutes tun wollte und gefragt hat, was für einen Film sie mir aus der Videothek mitbringen darf, dann habe ich mir immer Apollo 13 gewünscht. Und da passt Tonis Frage dazu, wie oft hast du schon Apollo 13 geguckt? Ja, also ich muss den Film bestimmt 100 Mal gesehen haben und ich kann den über weite Teile auswendig mitsprechen. Das ist ein super, super geiler Film und ja, ich muss ihn unbedingt demnächst nochmal gucken. Und die Kulissen sind großartig. Ganz im Gegensatz zu First Man, da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen von den Kulissen, weil die Apollo-Hardware einfach in Apollo 13 so, so viel geiler waren. Ja, da wären wir bei weiteren prägenden Filmen. 1997, da wurde Star Wars Remastered auf VHS veröffentlicht und zeitgleich auch nochmal in den Kinos gezeigt. Meine pazifistischen Eltern hätten mich niemals in einen Kriegsfilm gelassen, aber wie das so ist, es war ein Kindergeburtstag und der 10-jährige Moritz sitzt mit glühenden Ohren im roten Kinosaal im Casablanca-Kino in Ingelheim und ja, wird mitten hineingeworfen in Das Imperium schlägt zurück. Den ersten Star Wars-Film, den ich gesehen habe, das war tatsächlich Das Imperium schlägt zurück und ab da war ich Science-Fiction-Film und großer Star Wars-Fan. Da wir nur öffentlich-rechtliches Fernsehen zu Hause hatten, hatte ich auch nie wirklich Berührung mit Star Trek und beneide aber alle, die sich diesem Universum verschrieben haben. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Trekkie Chris von Video Space News. Aber ich sag's ja immer wieder, das Universum ist groß genug für zwei epische Erzählungen. Ashtorak fragt, was ist deine Lieblings-Science-Fiction-Serie oder dein Lieblings-Science-Fiction-Buch? Ja, Star Wars ganz klar, eher Episode 4 bis 7, da bin ich doch irgendwie konservativ. Serien aktuell würde ich sagen, definitiv The Expanse und bei Büchern habe ich gerade Delta V von Daniel Suarez gelesen und das war großartig. Also ich glaube, meine Interessen bei Science Fiction gehen auch immer eher so in die Richtung Science Fiction, die so jetzt noch nicht ganz möglich ist, aber in naher Zukunft möglich wäre. Also noch nicht so ganz abgefahrene Sachen. SpaceTech99 fragt, welchen Raketenstart hast du als erstes live gesehen und wie alt warst du da? Ich meine, das muss STS 55 gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Es war auf jeden Fall ein Space Shuttle Start. Und STS 55, das wäre der gewesen, wo Ulrich Walter 93 in den Weltraum geflogen ist. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass es ein Shuttle Start in den frühen 90ern gewesen sein muss. Dazu passt die Frage von Horst Horst. Hast du mal vor, zu einem Raketenstart zu gehen? Ja, definitiv. Also steht definitiv ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Dazu hat Robo Nils auch eine super Idee. Er fragt, willst du mit der Senkrechtstarter Community gemeinsam zu einem Raketenstart reisen? Das wäre doch eine Mega-Idee, oder? Also, das wäre doch was. Dann gibt es eine Senkrechtstarter-Gruppenreise nach Florida. Dann am besten mit Autogrammstunde bei Felix, falls er dann da schon wohnt. Eigentlich würde sich dieses Jahr auch mit dem ersten SLS-Start anbieten. Oder Matthias Maurer, der zur ISS fliegt. Und ja, da gibt es ja eigentlich auch
ziemlich viele Gründe, warum man aktuell sich so einen Raketenstart angucken sollte. Aber ja, aktuell startet einfach extrem viel und macht Spaß. Und wenn die Pandemie vorbei ist, dann ist sowas auch definitiv drin, würde ich sagen. Und ja, wenn wir bei Matthias Maurer sind, die ESA sucht ja gerade neue Astronauten. Und SpaceX-Fan fragt, hast du schon mal probiert, Astronaut zu werden? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Obwohl das als Kind immer mein Traum war. Bei der aktuellen Ausschreibung würde ich nicht berücksichtigt werden, weil ich keinen Master gemacht habe. Deshalb habe ich mich gar nicht erst beworben. Aber mal in den Weltraum zu fliegen, das wäre schon großartig. Wobei ich bei der Planung und Konstruktion solcher Missionen auch unheimlich viel Spaß hätte. Oder eben als Senkrechtstarter, der die Dinge kommentiert und verständlich aufbereitet für euch. Was ist eigentlich die Geschichte hinter Senkrechtstarter? Und da fragt Toni passend zu, was war der Moment, jetzt mache ich einen eigenen YouTube-Kanal, beziehungsweise was war der Auslöser? Ja, viele von euch werden die Urs-Geschichte schon kennen. Ich habe das Video gesehen, wie Urs auf YouTube erklärt, wie man Raumschiffe fliegt. Das ist ein großartiger Vortrag, unbedingt gucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und da nutzt er zur Visualisierung Kerbal Space Program. Und das Spiel sah für mich super cool aus und ich wollte mehr dazu erfahren und das auch spielen. Und da kommt man eigentlich ganz automatisch zu Scott Manley. Ja, mit den Videos von Scott Manley kann man Kerbal Space Program lernen oder lernen, wie man es benutzt. Viel spannender war dann aber nach einer Zeit die anderen Videos von Scott Manley zu sehen, nämlich die unglaublich fundierten, wissenden Kurzvideos über Raumfahrttechnik. Das fand ich klasse. Nachdem ich dann in dieses Rabbit Hole gefallen war, gab es dann eigentlich kein Entkommen mehr. Ab da konnte ich viel bewusster dann die Entwicklung bei SpaceX verfolgen und habe im englischsprachigen YouTube dann einfach ganz viel Content gesuchtet über Raumfahrt. Und dann kam ich zum Beispiel zu Tim Dodd von Everyday Astronaut, aber auch zu Amy von Vintage Space, auch ein super Kanal. Ja, und das waren dann so die Kanäle, die ich zu der Zeit gesehen habe. Das muss so 2017 gewesen sein. Und ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich im Sommer 2017 das erste Mal einen Falcon 9 Start live auf YouTube mit angesehen habe. Und dann diese Boosterlandung auch, was dann so ein Aha-Moment für mich auch war. Ein weiteres Schlüsselelement für das Eröffnen eines YouTube-Kanals passierte dann in meinem Freundeskreis. Mein langjähriger Schulfreund Basti hatte nämlich schon damals einen gut laufenden YouTube-Kanal. Das war zwar irgendwie Thema im Freundeskreis, aber eher wie so ein Hobby. Spannend war es dann, dass Jahr 2019, da gingen nämlich die ersten Videos von Bastis Kanal Talabox viral. Bastis Kanal Talabox, der beschäftigt sich mit Investments und finanzieller Unabhängigkeit. Und ja, ich meine das Video, wo ich das erste Mal mitbekommen habe, dass das eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat, das war 5 Fehler der Mittelschicht. Und das Video finde ich auch heute noch gut, weil es einem so ein bisschen mit ein paar wenigen Tipps dafür sensibilisiert, wie man das Thema Finanzen irgendwie vielleicht schlau angehen sollte oder was für Fehler man vermeiden sollte. Ja, und als wir uns dann mehr zu dem Thema YouTube unterhalten haben, wurde mir schnell klar, dass YouTube auch in Deutschland langsam ein ernstzunehmendes Medium wird und vor allem, dass man auch mit YouTube schon Geld verdienen kann. Und bis dahin dachte ich irgendwie, dass alle Menschen, die auf YouTube was posten, dass das halt deren Hobbys ist oder dass sie sich halt filmen, wie sie ihre Hobbys machen. Und ja, als ich so meine Interessen durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass es in Deutschland, ja, im deutschen Sprachraum, keinen Everyday Astronaut oder keinen Scott Manley gibt. Und ja, da war dann tatsächlich die erste Saat gesät. Denn seit dem Falcon Heavy Start 2018 war ich komplett auf der Raumfahrt hängen geblieben und musste allen erzählen, wie geil das ist, dass die Booster wieder landen und wie geil SpaceX ist und was die für ein Konzept haben und Wiederverwendbarkeit von Raketen und ja, bloß das wollten nicht so viele Leute hören, wie ich eigentlich dachte. Außer meiner kleinen Nichte, der ich am Küchentisch erklärt habe, wie Raketen funktionieren und die schon damals irgendwie gesagt hat, Mori, es gibt niemanden, der so gut erklärt wie du. Und das ging dem Onkel Mo natürlich runter wie Öl. Ja, ursprünglich wollte ich tatsächlich auch den Senkrechtstarter-Kanal so weit runterbrechen, dass jedes Video auch von Kindern verstanden werden kann. Ja, das habe ich dann schnell verworfen, weil die Themen dann doch irgendwie immer komplexer geworden sind. Mir war auf jeden Fall sehr früh schon klar, dass das Thema Raumfahrt zukünftig durch die Decke gehen wird. Viele der abgefahrenen Missionen waren ja damals schon bekannt und die Startfrequenzen, die zu erwarten waren, von denen wusste man eigentlich auch schon, wo die sich hin entwickeln werden. Ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl, Deutschland interessiert sich noch nicht so richtig für die Raumfahrt und verschläft da auch so ein bisschen die Entwicklung und braucht einfach so ein bisschen so einen Weckruf. Ja, und dann habe ich einfach mal den Markt untersucht. Das hier ist die Original-Präsi, die ich dazu im Sommer 2019 gemacht habe. Da habe ich mir verschiedene YouTube-Kanäle angeschaut und geguckt, was mir an ihnen gefällt, was deren Konzept ist und auch, wie sich diese Kanäle über die Zeit entwickelt haben. Als ich mir für das Special die Präsi wieder angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich Chris' Kanal Video Space News damals auch schon gesehen hatte. Ja, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Auch lustig hier, What About It, da hatte Felix gerade 25.000 Abos. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, okay, was der Typ da kann mit What About It, das kann ich auch. Also im Prinzip war damit schon alles fertig. Ich hatte Spaß an der Raumfahrt.
Ich war überzeugt davon, dass Raumfahrt durch die Decke gehen wird und zu dem Zeitpunkt gab es auch im deutschsprachigen Sprachraum ja keine Konkurrenz. Gepaart mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen dachte ich mir dann, oh, okay, dann schließt du halt mal die Lücke. Damit war der Plan dann geboren, einen Raumfahrttechnik-Kanal auf Deutsch zu machen. Um gegenzuchecken, ob ich auch wirklich abliefern kann, habe ich mich dann eine halbe Stunde lang hingesetzt und mir die Aufgabe gestellt, Titel für Episoden, die ich über ein Jahr produzieren könnte, aufzuschreiben. Diese Brainstorming-Liste von 2019, die siehst du hier. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass Basti gesagt hat, dass der YouTube-Algorithmus, dass es für den am Anfang wichtig ist, dass man regelmäßig produziert. Und da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich ein Jahr lang jede Woche ein Video bringen werde und dann nach einem Jahr entscheide, ob ich das noch weitermache oder nicht. Da ich Anfang 2019 auch die Elon Musk-Biografie gelesen hatte, war ich 2019 total auf der SpaceX, Tesla, Elon Musk-Hype-Train-Schiene unterwegs. Ursprünglich hatte ich deshalb sogar mal überlegt, den Kanal Musketier von Musk zu nennen. Mir war dann aber schnell klar, dass ich ja den Kanal eher als einen allgemeinen Raumfahrtkanal machen möchte und dann der Name nicht so wirklich Sinn macht. Also ja, ein kurzes, knackiges Wort, das Raketen beschreibt. Senkrechtstarter. Ja, desto öfter man das Wort sagt, Senkrechtstarter, desto besser wird es eigentlich. Und ja, ich glaube, neben dem Logo war das einer der besten Entscheidungen für den Kanal, dieser Name Senkrechtstarter. Robo Nils fragt, wann fängst du an, deine eigene Rakete mit dem Know-how hier zu bauen? Ja, genau, das sollte eigentlich das Konzept hinter des Kanals sein. Ich wollte jeden Teilaspekt der Raumfahrt irgendwie Schritt für Schritt beleuchten und dabei möglichst viel Wissen vermitteln oder auch selber dabei lernen. Viel von den Themen habe ich tatsächlich erst durch die Recherchen selber verstanden. Ja, und das macht grundsätzlich auch dann das Konzept des Kanals aus. Ob ich mal selbst eine Modellrakete baue, habe ich bisher nicht drüber nachgedacht, klingt aber lustig. Ich sehe schon die Schlagzeile, Raketen-YouTuber stirbt bei Explosion seiner Schöpfung. Das erste Konzept von Senkrechtstarter war tatsächlich eher eine Art Vorlesung. Also mein absoluter Lieblingsbildungskanal ist Khan Academy. Ja, wenn hier irgendjemand aus dem Kultusministerium zuschaut, Khan Academy gucken. Pflichtlektüre für jeden, der sich mit Bildung der Zukunft auseinandersetzt. Khan Academy hat mich im Prinzip durchs Studium gebracht oder die Mathematik fürs Studium beigebracht. Da kam auch eine weitere Inspiration her, weil in Khan Academy schreibt Sal von Khan Academy auf einer virtuellen Tafel. Da ich recht schnell für mich entschieden hatte, dass ich mein Gesicht zeigen wollte auf dem Kanal, also ja, ich finde irgendwie diese Art von Kanälen irgendwie ansprechender und persönlicher, wollte ich dann als Gag einbauen, dass ich in die Luft schreibe. Also ich wollte Graphen, Raketen und alles irgendwie in die Luft malen und dann hier animieren. Das hatte ich mal bei How I Met Your Mother gesehen und habe ich im Endeffekt nicht umgesetzt. Das ist auch was, das sich durch die gesamte Senkrechtstarterzeit zieht. Sachen, Ideen, die ich habe, die ich aber wegen mangelnder Zeit nie umgesetzt habe. Dass bessere Effekte sind, besseres Licht, bessere Tonqualität, schönere Graphen oder Animationen. Ja, oder auch Qualitätskontrolle ist mir eigentlich super wichtig, aber meistens ist dann die Zeit zu knapp, um die Videos nochmal zu schauen, das Skript nochmal durchzugehen und ja, das bringt uns zum Thema Zeitmanagement. Ja, ich habe die letzten anderthalb Jahre den Kanal neben einer 40-Stunden Arbeitswoche gemacht. Das bedeutet im Prinzip, dass ich seit dem ersten Video kein einziges freies Wochenende mehr hatte. Ja, das merkt man den Videos vielleicht nicht an, aber in jedem einzelnen Video steckt dann doch ganz schön viel Arbeit. Also so zwischen 8 und 12 Stunden Arbeit stecke ich in jedes Video rein, wobei die meiste Zeit eigentlich in die Recherche und das Skript dann immer geht. Ich wollte auch eigentlich einen Teil jetzt dieses Videos dazu machen, wie so eine Senkrechtstarter-Episode entsteht. Ja, jetzt ist das Video doch irgendwie länger geworden und vielleicht, ich könnte mal so ein Video machen, wo ich einfach so ein bisschen Backstage zeige, wie so eine Episode entsteht. Vielleicht eine der nächsten Episoden, wo ich dann mal zeige, was so die einzelnen Schritte sind, wie so eine Episode entsteht. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das doch unter dem Video, dann mache ich dazu mal eine extra Episode. Aber Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die ganze Arbeit hat sich offensichtlich ausgezahlt. Ich bin total begeistert, wie schnell jetzt in den letzten Monaten das Wachstum war. Ein kleiner Rückblick mal, um das irgendwie einzuordnen. Vor genau einem Jahr hatte der Kanal gerade mal 100 Abos. Und ja, dabei gibt es den Kanal schon seit November 2019 mit jeder Woche einem Video. Das heißt, nach einem halben Jahr, obwohl ich ein halbes Jahr jede Woche ein Video rausgebracht habe, war der Kanal bei 100 Abos. Ja, und dann zu meinem Geburtstag im August 2020 waren es dann schon 500 Abos und im November dann die 1000. Ja, und zu diesem kleinen Jubiläum kam dann ja sogar als Special Guest Felix von What About It und hat mir ein Interview gegeben, was ein total tolles Erlebnis war. Das Interview mit Felix hat definitiv dazu beigetragen, dass ab da dann das Wachstum auch sehr steil war. Einen Monat später,
An Weihnachten waren es schon 2000 Abos, im Februar 5000 Abos und jetzt im Mai sind es 10.000 Abos. Fünfstellig. Ich meine, wie geil. Ist schon verrückt, wie schnell das dann jetzt ging. Ja, und die Prognosen von Social Blade sagen, es wird so weitergehen. Wenn das Wachstum so weiterläuft, werden es im Herbst 20.000 Abos und in einem Jahr sogar, also im Mai 2022, 50.000. Das wäre völlig verrückt. Das ist natürlich kein Selbstläufer und ich muss meinen Standard halten oder besser noch meine Qualität verbessern, aber wäre schon abgefahren. Und das Potenzial ist anscheinend da. Ja, wenn wir beim Thema Statistik sind, hier ein paar Graphen aus der Senkrechtstarter YouTube-Statistik. Hier könnt ihr sehen, wie sich die Zuschauer nach Alter aufteilen. Sehr traurig, wie wenig Frauen meinen Kanal schauen. Die meisten von euch kommen natürlich aus Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz schaut man Senkrechtstarter. Das ist natürlich bei einem deutschsprachigen Kanal irgendwo zu erwarten. Obwohl, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Seit 2 Monaten haben meine Videos auch Untertitel in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Hindi. Ja, ich hatte das Glück, dass ich in einer Hippie-Kommune aufgewachsen bin und deshalb kann ich alle diese Sprachen flüssig lesen und schreiben und das ist natürlich Quatsch. Ich lade meine deutschen Skripte hoch und YouTube übersetzt es dann automatisch. Wo wir beim Thema Sprache sind. Ich höre oft, dass ich zu schnell rede, sei das in meinen Videos oder in den Livestreams. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich fast alles auf YouTube mit 1,5-facher Geschwindigkeit schaue, weil mich sonst die Videos langweilen. Und ja, das ist dann vermutlich auch der Grund, warum ich mich mit der Geschwindigkeit, mit der ich so mit euch hier rede, aktuell so am wohlsten fühle. Ich habe übrigens einen Handy-Teleprompter. Das heißt, ich lese das, was ihr hier seht oder wie ich mit euch spreche, das lese ich ab. Also ich schreibe ein Skript vor und das lese ich dann, während ich aufnehme. Ich versuche dann aber einen lockeren Erzählstil rüberzubringen und hoffe, es fällt nicht allzu sehr auf, dass ich ablese. Den Teleprompter kann man auch langsamer stellen. Die aktuelle Geschwindigkeit liegt mir aber eigentlich zum Vortragen irgendwie einfach am besten. Vielleicht mache ich mal ein kurzes Video, wo ich mit 2 Vortraggeschwindigkeiten arbeite und ihr könnt euch dann entscheiden, was euch besser gefällt. Ein Moment, an den ich mich vermutlich immer erinnern werde, ist, wie ich noch auf der Arbeit bin und es so aussieht, dass SN10 bald abhebt. Die Supermods haben mich mit Kurznachrichten dann auf einem Laufenden gehalten und sobald das möglich war, bin ich dann von der Arbeit mit dem Fahrrad losgebrettert und ja, hatte dann den Discord-Mod Roman auf Lautsprecher im Handy in der Jackentasche, damit ich während der Fahrt, während ich durch Hamburg gebrettert bin, immer up to date bin und wusste, was in Boca Chica gerade passiert, ob irgendwie Farmwending oder so weiter. Und der Plan wäre dann gewesen, wenn es total eskaliert, dass ich direkt vom Fahrrad in den Livestream reingehen kann. Und ja, letztendlich war dann noch genug Zeit zum Duschen und Senkrechtstarter-T-Shirt anziehen, aber das war eine total witzige Erfahrung. Aber SN10 war generell ein lustiges Starship. Einer der witzigsten Momente war vermutlich der, wo ich nach 6 Stunden Livestream SN10 aufs Klo gehe und während ich weg bin, das Ding in die Luft geht. Das ist echt, das war verrückt. Ja, wo wir bei witzigen Dingen sind, vielleicht hast du dich gefragt, wie ich auf Montag 20.15 Uhr gekommen bin. Die ersten Überlegungen zu dieser Uhrzeit war, ja okay, mit den großen Kanälen, die am Wochenende veröffentlichen, da kann ich irgendwie nicht konkurrieren und da würde ich wahrscheinlich untergehen. Ja, aber welcher Tag in der Woche wäre denn sonst gut? Und dazu hatte ich in einem Deutsche Bahn-Heft im Zug gelesen, dass Deutschland montags die Zeit ist, wo montags abends am meisten Leute auf Tinder unterwegs sind. Das hatte ich mir dann irgendwie gemerkt und dachte, okay, macht Sinn. Die Leute sind am Anfang der Woche von ihrem Leben deprimiert und wollen sich ablenken. Und anscheinend hat Montagabend auch noch niemand irgendwie was anderes vor. Dass der Mo am Montag veröffentlicht, das ist mir erst später dann aufgefallen und ist ja irgendwie auch ein witziger Zufall. Patrick fragt, wie viel Schlaf gönnst du dir neben Vollzeit, Job und YouTube und ob ich schon mal verschlafen habe, weil ich zu lange am Skript oder an der Recherche gesessen habe. Ja, tatsächlich gab es diese Momente im letzten Jahr öfter mal, dass mein Zeitmanagement dann doch auf die Dauer etwas zu sportlich war. Also wenn nichts Außergewöhnliches in der Woche passiert ist, ging das ganz gut mit am Wochenende produzieren. Aber da ich eigentlich nie wirklich vorproduzieren konnte, sind alle Folgen, die ihr gesehen habt, kurz vor der Veröffentlichung entstanden. Wenn dann mal doch irgendwas Ungeplantes passiert ist, wurde das dann auch schon mal ganz schön knapp. Und ja, so ein Sonntagabend, der konnte auch sehr lang werden. Und dementsprechend müde war ich damit unter Montagmorgens auf der Arbeit. Aber was hilft zum Wachwerden? Genau, ein Apfel. 92 in die Obi-Bahn Opi fragt, wie viele Kilo Äpfel futterst du pro Woche und was sind deine Lieblingsäpfel? Also ich denke, es sind schon so zwischen 6 und 10 Äpfel, die ich pro Woche esse und ich stehe schon so ein bisschen auf die sauren. Aber auch Apfelsaftschorle trinke ich total gerne, ist mein Lieblingsgetränk. Ein weiteres lustiges Erlebnis hatte ich als eines Nachmittags, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, eine Kiste von Äpfeln bei mir vor der Tür stand. Und ich dachte schon, okay, irgend so ein hipper Obst-Lieferservice, Versandservice hat mir da ein Abo angedreht und
ja, dann habe ich so ein bisschen rumgefragt und im Endeffekt kam dann raus, dass die Mods mir das als Dankeschön eine Riesenkiste Äpfel geschickt hatten. Das war eine der 1 Million tollen Ideen, die die Mods haben. Hashtag Mods loben. Und genau, Patrick, Roman, Martin, ich bin so froh, dass ich durch Senkrechtstarter euch kennengelernt habe. Ihr seid echt großartig. Ihr habt diesen Discord zu einem Raumfahrt-Treff-Kantina mit 1000 Mitgliedern gemacht. Und wow, das wäre ohne euch niemals möglich geworden. Ich bin eigentlich nur noch Mitleser auf dem Discord und ja, der Discord wird durch euch Mitglieder, durch euch Moderatoren geprägt und ihr bringt da die Infos rein, ihr bringt da das Leben rein und alles, was da an Orga passiert, ja, das machen die drei Mods. Und ja, wir sind, glaube ich, alle super dankbar, dass wir die haben und dass sie das machen. Und auch Martin, vielen, vielen Dank für die ganzen Updates, die du immer reinschreibst. Die schreibt Martin manuell in den Update-Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Dazu passend fragt Toni, wie bist du zu diesen drei Supermods überhaupt gekommen? Ja, ich habe auch keine Ahnung, mit was ich das verdient habe. Alle Menschen auf dem Discord habe ich bis auf ganz wenige Ausnahmen noch nie vorher getroffen, sondern die kenne ich nur virtuell. Und so war das auch mit den Mods. Die haben mich einfach gefragt, ob sie mir helfen können. Und dann waren sie von Anfang an so unfassbar eine Hilfe für mich, für den Discord, für die anderen YouTube-Kreatoren. Mega geil. Also sobald wie möglich freue ich mich unglaublich, die mal alle zusammen kennenzulernen und zu grillen und Bier zu trinken und das zu feiern. Generell an alle Discord-Mitglieder, ihr seid eine total tolle, interessierte, respektvolle Community. Mit euch macht diese Abenteuerraumfahrt richtig, richtig viel Spaß. Danke, dass ihr so cool seid und ja, mega cool. Und das bringt uns vielleicht so ein bisschen zu der Zukunft von Senkrechtstarter. Montik Saft fragt, was erwartet uns in der Zukunft auf dem Kanal Senkrechtstarter? Ja, definitiv besser Content. Ich habe mir fest vorgenommen, die Qualität des Kanals zu steigern. Der erste Schritt dahin wird sein, dass ich mehr Zeit und Energie in Senkrechtstarter stecken werde und die Discord-Power dafür nutzen werde, Skripte und die Episoden auf Fehler zu überprüfen und dann halt wirklich nur noch absolut fertige Episoden zu veröffentlichen und so halt Fehler zu vermeiden und dadurch die Qualität der Videos zu steigern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie möchtest du das machen? Ich bin doch bisher jetzt schon mit der Zeit nicht hingekommen. Und da passt die Frage von Daedalus Benedikt ganz gut. Hast du dir schon mal überlegt, komplett auf YouTube als Hauptberuf umzusteigen? Ja, und genau das werde ich jetzt tun. Ich habe meinen Job als Entwicklungsingenieur gekündigt und werde mich in Zukunft voll auf Senkrechtstarter konzentrieren. Das Thema Raumfahrt, das ist mir super wichtig und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch ein Thema, was in Deutschland ankommt und wo man Werbung für machen kann, wo man die Leute für begeistern kann. Und ihr als Community, ihr seid der Hammer. Ihr ja, treibt mich im Prinzip dazu, das zu unterstützen. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wir in Europa so ein bisschen den Anschluss verlieren an die Raumfahrt. Und es ja, wäre einfach auch traurig, wenn die Leute nicht mitbekommen, was gerade für abgefahrene Entwicklungen da draußen passieren. Andererseits höre ich auch so von so vielen Leuten, dass sie sich jetzt gerade erst anfangen, für die Raumfahrt zu interessieren und wie viel Freude ihnen das Thema macht. Und ja, und das Wachstum in den letzten Wochen hat mich dann darin bestärkt, dass es viele, viele, viele Menschen im deutschsprachigen Raum gibt, die nach gutem Content zum Thema Raumfahrt auf YouTube dürsten. Auch wenn der Kanal noch verhältnismäßig klein ist und ja, nur sehr bescheiden Geld abwirft. Ja, glaube ich, das Potenzial ist da, das größer zu machen. Mir ist es wichtig und ich würde mich ärgern, wenn ich das jetzt nicht versuche. Und da fragt Daedalus Benedikt weiter, wie viele Abonnenten bräuchte es denn, damit du deinen Beruf aufgibst? Ja, also das, was ich aktuell an YouTube-Einnahmen habe, das entspricht etwa einem Zehntel meines letzten Gehalts. Das heißt, wenn ich nur mit YouTube mein letztes Gehaltsniveau erreichen möchte, dann bräuchte der Kanal 100.000 Abos. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das Potenzial im deutschsprachigen Sprachraum, das ist da für so einen großen Raumfahrtkanal. Ob das Senkrechtstarter ist, ob Senkrechtstarter so groß werden kann, das muss natürlich irgendwie die Zeit zeigen. Aber ich würde mich natürlich irgendwie freuen, wenn das soweit ist. Und ich, ja, wie gesagt, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht versucht hätte. Aber es gibt ja noch weitere Einnahmequellen rund um den Kanal. Es gibt Patreon und Kanalmitgliedschaften zum Beispiel von YouTube. Die müsste ich zum Beispiel jetzt noch einrichten. Ja, und durch solche Dinge könnt ihr mich natürlich direkt unterstützen. Langfristig wäre es natürlich irgendwie mega cool, irgendwie Sponsoring für den Kanal zu bekommen. Aber das ist erstmal noch in der Zukunft. Und ich freue mich, dass Mr. Lacey fragt, wann gibt es endlich Merch? Ja, und das ist eine Einnahmequelle, wie mir Felix von What About It verraten hat, die man nicht unterschätzen darf. Erstens freut ihr euch, wenn ihr euch mit dem Kanal identifizieren könnt. Und für mich bedeuten diese Merch-Verkäufe halt wirklich direkte Einnahmen. Und ja, deshalb werde ich das zusammen mit den anderen Discord-YouTubern auch schnellstmöglich angehen.
Also freut euch schon mal, es wird bald sehr viel coolen Raumfahrt-Nerd-Merchandise geben. Wie ihr mich weiter unterstützen könnt? Ja, am wichtigsten ist natürlich, dass euch die Videos gefallen. Das ist so ein bisschen mehr mein Job, aber dass ihr sie schaut, dass ihr sie liked, dass ihr ein Abo dalasst, am besten unter dem Video kommentiert, weil so der YouTube-Algorithmus weiß, dass mein Content relevant ist und mich dann weiter vorschlägt. Wenn ihr das persönlich noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr natürlich Senkrechtstarter in eurem Freundeskreis empfehlen, einfach um meine Reichweite noch irgendwie zu vergrößern. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr den Kanal in den Livestreams durch eure Superchats unterstützt. Das Video ist viel länger geworden als gedacht, aber eins muss ich noch machen, nein, eins will ich noch machen, und zwar nochmal Danke sagen. Und zwar danke für 1,5 Jahre Senkrechtstarter-Ritt, das war grandios, und ich bin total stolz auf diese Senkrechtstarter-Community und mit euch macht es echt Spaß. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber es gibt ein paar Leute, bei denen ich mich hier nochmal einzeln bedanken möchte. Ganz an vorderster Stelle vielen, vielen Dank erstmal an meine Lebensgefährtin Sandrine, die mich immer unterstützt und bestärkt in dem, was ich hier tue. Vielen, vielen Dank. Dann bei Alexandra, die das Senkrechtstarter-Logo entworfen hat. Das ist klasse. Ich glaube, das werde ich nie wieder ändern. Bei Mia, die seit Tag 1 Senkrechtstarter unterstützt und mit der man hervorragend alle Erfolge und alle Niederlagen feiern kann. Bei Basti von Talavox für die Inspiration. Bei Felix von What About It für die unfassbare Unterstützung und den Support. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Bei Alex Jobs, aka Florian, für die geile Musik. Bei meinen Eltern dafür, dass sie jede meiner Schnapsideen cool finden. Bei den Mods, weil sie so großartig sind und mir jederzeit helfen. Beim Rechercheteam und allen, die sich auf dem Discord engagieren. Bei Simon und Jakob für die Hilfe mit den Livestreams. Bei allen Patreons, vielen, vielen Dank, ihr macht einen Unterschied. Und ja, bei dir persönlich, dass du einschaltest, dass du die Videos likest, dass dir das gefällt, was ich hier tue, und du mich unterstützt in dem, was ich hier tue. Vielen, vielen Dank. Das war heute ein sehr persönliches Special für die Hardcore-Fans. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich freue mich riesig auf die kommende Reise mit Senkrechtstarter und hoffe, wir sehen uns dann am Montag zu einer neuen Folge von Senkrechtstarter. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.